Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Und ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen was verändert. Ja, nehme jetzt wieder für dieses Projekt mal getrennt, der muss ich kurz was wegräumen, meine kleine Klappe, nicht die im Gesicht, sondern die kleine Filmklappe, die ich selbst gebaut habe. Ich nehme das mal wieder getrennt mit einem Camcorder auf, aus Qualitätsgründen, weil die Webcam, die ich sonst ja inzwischen für Facecam-Aufnahmen benutze, einfach für schlechte Lichtverhältnisse, wie es jetzt hier herrscht, nicht so gut geeignet ist. Und ich muss zugeben, mit Beleuchtung, wenn ich dann hier eingestrahlt werde und alles, da macht das Spiel nicht so viel Spaß, wie es machen könnte. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, für dieses Projekt, solange die schlechte Facecam, also Webcam, vorhanden ist und benutzt wird, ansonsten auf den Camcorder zurückzugreifen, sprich die Facecam jetzt wieder mit Camcorder getrennt aufgenommen, höherer Schnittaufwand, aber ich hoffe, dass es sich zumindest auch lohnt, auch in der Qualität. So habe ich am angefangen, das waren ja die ersten Facecam-Sachen, die ich so gemacht habe. Das war getrennt und genau so. Und ja, dann wollte ich mal sagen, ist ja doch ein bisschen her, dass wir gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir so genau waren. Ja, das fängt schon wieder super an. Das ist, also ja. Ach ja, das Haarbüschelchen. Und zwei Level scheinen wir auf jeden Fall noch vor uns zu haben, wenn ich das da sehe. Sieht ja hier gerade echt mega creepy wieder aus zum Anfang. Und es macht so schon mal mehr Sinn und Spaß für mich. Ich muss auch gucken, ich hoffe, dass ich das dann hinkriege, die 16:9 Cam auch auf 4:3 hinzuschneiden, dass die Ränder weg sind, damit ich nicht so viel Bild einnehme. Aber das werde ich dann im Schnitt schon alles irgendwie sehen und hinbekommen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt an einem Stück aufnehme und dann am Ende trenne oder ob ich zwischendrin einfach auch die übliche Abmoderation mache und irgendwie. Werden wir das schon hinkriegen. Ja, geh auf da. Ey! Apropos. Verschwunden? Verschwunden ist nicht gut. Geh auf! Geh auf! Also. Koordinationsschwierig. So, jetzt Schwierigkeiten beim Start. Jetzt wieder gucken. Und ich hoffe, es kommt euch so auch genehm und entgegen. Och nö, nicht so ein Spiel. Rechts oder links? Darf ich mich jetzt hier wieder entscheiden, welchen Weg wir nehmen? Wir nehmen den rechten Weg. Er führt uns auf den rechten Pfad. Das ist immer noch der Beste. Ja. Das war mir doch klar, dass... Ach ja, laufen können wir auch. Ich entsinne mich, damit ich nicht wieder rumschleiche die ganze Zeit. Yay! Irgendwas ist hinter uns. Jetzt muss ich auch wieder anders aufpassen. Jetzt, wie ungewohnt, jetzt wieder in eine andere Cam zu gucken. Die ist ein bisschen höher positioniert. Och nö. Ich weiß gar nicht, ja, habe ich das Achievement eigentlich schon gemacht hier? Hatte ich das schon? Hier mit Gemälde angucken, so und so lange? Egal, gucken wir mal wieder ein bisschen. Och nö, ich will nicht. Apropos, da ist eine Tür. Natürlich verschlossen. Das macht mich ganz verdrossen. Ja, war ja logisch, war ja klar. Na, das lassen wir mal lieber an. Es ist so ungewohnt. Alles verschlossen. Alles ist dazu. Was machen wir denn hier? Ja, so ähnlich sah es mal ursprünglich bei mir im Wohnzimmer auf dem Bücherstapel auch aus. Kann ich eigentlich... Ach ja, zoomen konnte ich auch. Genau. Inzwischen habe ich das DVD-Regal im Wohnzimmer... Jetzt haben wir so dunkel ausgeräumt. Und damit die Bücher mich vom Sofa aus nicht doch noch irgendwann erschlagen. Und habe die jetzt, bis auf die ich wirklich... gut gerade lese, alle anderen in das Regal gesteckt. Dafür ist jetzt die DVDs in Schränke gewandert. That going in circles. Ja, im Kreis gehen. Ach, wie mies ist das denn bitte? Da steht jetzt going in circles. Nein, 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 nein. Hahaha, ich hab sie aufgehalten. Kann ich jetzt, wenn ich die aufhalte, die da noch öffnen? Da gucke ich an die Türen dran. Ich sehe nichts. Da sehe ich eine Lampe.
easy to, ja, leicht zu vergessen. Im Delirium, delirious und betrunken, besoffen. Ja, betrunken, besoffen, ich habe es etwas vornehmer ausgedrückt. Da ist nichts drinne. Da ist nichts drinne. Ganz viele Farben. Wieder mal ein Bild. Oh Gott, Zeit! Verschlossen, verschlossen. Ja, Zeit ist gut. Ja. Bäh. Ich habe gerade, da sitzt irgendwas. Okay, hier kommen wir raus. Na, geh wieder auf, geh wieder auf. Okay, die drei Türen bleiben offen stehen, die geht wieder zu. Das Haus muss Schlagseite haben. Hey, ist da doch noch was drin? Ist da was? Da ist doch irgendwas, oder? Nee. Ja, jedenfalls sind die jetzt da reingewandert und... jetzt habe ich nur noch ein paar Bücher auf der Lehne beim Sofa liegen. Ein paar ist gut. Das sind, glaube ich, immer noch ungefähr 10 Stück. Aber zumindest werde ich nie mehr fast jeden Tag erschlagen von den Dingern. Vorher war die bei meinem alten Sofa war die Lehne breiter, da sind die einfach nicht runtergefallen. Das war alles gut, so wie es war. Ich würde jetzt zu gerne jemanden um die Ecke linsen, ohne dass die Tür zugeht. Na komm. Tatsache, die Türen stehen offen. Okay. Ja, Flaschen natürlich. Gibt es hier noch eine andere Tür? Gibt es hier noch überhaupt noch irgendwas anderes? Da ist auch nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Es ist ja hier auch noch diese Suche, ne? Alles finden, es ist ja schlimm immer. Mit mir vor allem. Ja, wisst ihr, ich finde gerne alles. Aber manchmal überlege ich mir auch, dass das eine dumme Idee war, mit der Maske da zusammenzufangen und die doch wegzulassen. Aber irgendwie gehört sie jetzt halt dazu. Und den FPS tut es auch ganz gut. Das ist natürlich ein bisschen weniger Belastung jetzt fürs System. Ich muss dann gucken. Neues System ist ja theoretisch auch eine neue Webcam mal her. Eine, die mehr mit Dunkelheit zurechtkommt. Für sowas hier zumindest. Wenn ich Sachen mit Greenscreen oder so mache, gut, da bin ich ja eh voll ausgeleuchtet, aber bei Horrorspielen passt das einfach überhaupt nicht. Und da, ja. Entscheide dich. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Mensch, ihr kennt mich doch. Ich komme hier nicht drin. Ja. Entscheide dich, Witzbold. Entscheide dich, ja, entscheide dich, Tochter oder unsere Frau war ja tot. Soweit habe ich das ja, glaube ich, noch richtig in Erinnerung. Oder nicht? Oder doch? Oder? Ja, die Bilder werden auch immer angenehmer. Sieht irgendwie nach einem Beheading wie die Bild aus. Immer so ein Videoformat, wo ich mir sage, wie kann man sowas ernsthaft angucken. Ich habe manchmal gekannt, er hat sich die mit Freude angesehen, solche Videos. Ich weiß nicht, also ich bin ja schon makaber, aber naja, da will ich nicht hin. Och, verarscht mit Donnet. Hehe, da gehe ich trotzdem nicht hin. Ich gehe ins Licht. Wiedersehen. Ja, ich spiele lieber mit den Ratten hier. Nix weiter drin. Ah! Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, solche Videos, wo sich ja viele Extremisten dann mit brüsten, dass sie irgendwelche Gläubigen, naja, ich glaube, ich muss nicht weiter drauf eingehen, obwohl das Spiel hier ist ja theoretisch USK 18, theoretisch, ne? Müsste es eigentlich sein. Wenn es der USK überhaupt mal vorgelegt wurde, wahrscheinlich bis heute noch nicht. Bin ich mir gar nicht sicher. Welche Einstufung es hat, super. Ah, supi! Da war ein Schlüssel versteckt. Ich will hier nicht lang. Och,
Och, ist die süß! Ja, ist die. Oh, die ist echt süß. Ja, hallo! Ja, hallo! Ich weiß, das passt gerade überhaupt nicht. Ich finde die aber irgendwie putzig. Ja, voll, wie sie da so den Diener macht. Ja, guten Tag! Ja, angenehm, geht's Ihnen gut? Möchten Sie was zu trinken? Deswegen Tee? Finde ich gerade irgendwie echt niedlich. Was mir ärgert, dass wir noch nichts gefunden haben. Wie gesagt, solche Videos. Also, sowas mit Freude zu sehen, ich habe mir das auch, ey, guck dir mal an, ich habe mir eins gesehen, ich habe nur gedacht, ey, wie kann man sowas nur ernsthaft sehen, voll mit Freude daran? Nee, das Leben ist in meinen Augen so viel wert und sollte nicht vergeudet werden. Und wenn da irgendwelche Wegen, ach, die zeigt uns sogar den Weg. Oh, da, der hat sich die Tür zugemacht. Die Mauer, besser gesagt. Aber hey, intelligentes Ratti. Und dann solche Videos, ne, überhaupt nicht. Ey, hört auf mich. Wie gesagt, ich habe schwarzen Humor, ich mag gerne das Makabere und so. Wie gesagt, ich würde mich auch über einen Leichenwagen als Privatfahrzeug freuen, nicht zuletzt, ne. Aber wenn sich dann... da komme ich leider nicht hoch. Wo bist du denn hin, mein kleiner Freund? Aber dann so etwas, es geht gar nicht, weil... Und vor allem ja, alles im Namen von irgendeinem bescheuerten Glauben. Entschuldigung, liebe Gläubige. Ich weiß, der Glaube kann Kraft geben, der kann einen Stärke geben. Aber in dem Fall finde ich es einfach wirklich nur saudumm. Namen für irgendeine Gottheit oder was auch immer. Anderen, die nicht ans gleiche glauben, einfach mal sowas anzutun. Cat, Dog, Red. Jetzt sehe ich hier natürlich herzlich viel. Habe ich hier noch Platz auf irgendeinem Zettel? Oh, du grünes Elend. Jetzt, ja, Cat, Dog and Red. Da muss ich, glaube ich, echt gleich mal Licht anmachen, kurz. Moment. Haha, jetzt sieht man auch das Poster im Hintergrund besser. Cat, Dog, Red. Und da muss ich jetzt wirklich hier mal verfolgen, was wohin geht. Okay, das T ist die 1. Ist die 2. TD. Okay, das ergibt schon mal gar keinen Sinn für mich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht vertan. TDC. Hierum, darum, A ist die 4. Okay. Die O kriegt die 5. Die 6 geht auf die aus R. Okay, die 7 geht aufs T. Das ist doch aber, es gibt doch auch, was soll das denn bitte geben? 8 geht aufs A. Bleibt eigentlich nur die 9 und das G über, außer ich habe mich irgendwo vertan. Nipp, passt. So, das hieße TD Trail. Okay, TD, keine Ahnung. TDC. TDC, okay. TDK, also CA. K.O., ja. Chaos wahrscheinlich. Entschuldigung, Größe. Wo war ich jetzt? Bei O, 5 waren wir, ne? 6. R. T. R, T, ja. 3. Also das ergibt trotzdem für mich überhaupt keinen Sinn. Okay. So, wieder auf bessere Stimmung. Und einen Schluck trinken. Aber wer weiß, wofür man das braucht. Finde ich aber putzelig. Und voll die Ratte fand ich echt super süß. Und hier kommen wir natürlich nicht durch, weil er kann ja mit seinem Humpelbeinchen auch nicht springen. Nix. Gucken, dass ich hier auch nichts übersehe wieder. In ne? Nicht, dass hier irgendwo noch was drauf ist oder ich noch irgendwas aufmachen kann. Außer viel zu vieler Weinflaschen. Da trinke ich lieber ein Energy... Ach.
Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass alle drei Codes funktionieren werden und ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Die Katze, den Hund oder die Ratte? 341 Katze. 3, 4. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn alles drei und das theoretisch alles so. Okay, Katze funktioniert nicht. Dann wäre jetzt für mich 6, 8, 7. 6, 8. Die Ratte. Ah, okay. Die Ratte war's. Die Folge ist eigentlich jetzt auch vorbei. Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich das jetzt mache. Oh nö, ne? Ja, da kommen wir nicht mehr durch. Jetzt. Das Schlimme war, ich erinnere mich gerade an Ignore-Hör. Ich weiß nicht, ob das auf unsere. Wo bist du? Mein Freund! Eine weiße Ratte. Das beleuchtete Zimmer. Diese Entscheidungen. Ich mag Ratten, wie gesagt. Ich folge der weißen, hellen Ratte. Und ich weiß jetzt schon, dass es wahrscheinlich wieder die falsche Entscheidung war. Weil ich mir da drin etwas Positives vorstelle oder erhoffe.